Was wir dir anbieten, ist eine echte Erfahrung. Ich finde es ziemlich klug von Mila, dass sie sich jemanden sucht. Jemanden, der freundlich ist, jemanden, der aufmerksam ist. Jemanden, der ihr gut tut. Ich möchte die Welt verstehen. Ich möchte ihr zuhören. Etwas beitragen zu ihr. Ich mag an ihm, dass er Dinge erstmal nicht bewertet. Dass er es erstmal so stehen lässt und dass er nicht wie Menschen es machen würden, gleich das irgendwie einordnen. Vielleicht hast du ja Lust, deine Welt mit mir zu teilen. Tender Hearts ist im Grunde das Imperium, was diese Lovejoys vertreibt. Vorne kommst du rein und hinten gehst du mit dem richtigen Modell wieder raus. Du wirst beraten, du kannst verschiedene Gadgets dazu kaufen. Für dich wäre vielleicht der Mellow Meek der richtige. Was an dem interessant ist, ist, dass er eine bewegliche Vorhaut hat. Die Lovejoys sind ja Meister, gerade was Sex angeht, sind sie super programmiert, die wissen alles über Sex. Happy Unboxing! Toni kann sich immer alles vorstellen. Er hat ja diese Dreierbeziehung mit einer Frau und einem Mann und ist der beste Freund von Mila. Aber als sie sich dann den Robert holt, kann Toni damit nicht mehr viel anfangen. Da probierst du endlich mal was aus, machst dich endlich mal ein bisschen locker, nachdem du dich ewig in deiner Trauer verkrochen hast, holst dir dieses Spielzeug da, diesen Walking Dick und musst es natürlich gleich wieder Liebe nennen. Du bist so ein Arsch. Alles, was so neu ist, ne, ist für uns immer so suspekt. Und dann ist man erstmal so ein bisschen auf Abstand. Aber ich denke mal, wenn man sich wirklich dran gewöhnt, und das sagt ja halt auch unser Android. Man muss sich erst an mich gewöhnen. Wenn man mehr Kontakt zu so einer KI hat, desto normaler wird es, denke ich mal auch. Was kann der eigentlich alles so? Hast du Sex mit dem? Ja. Was hast du denn gedacht? Mila, leih ihn mir doch mal. Spinnst du? Es ist natürlich zukunftsweisend. Die ganzen Genderfragen, welche Modelle gibt es, in denen Menschen miteinander leben und lieben. Und da ist in Tender Hearts dem Ganzen eigentlich keine Grenze gesetzt. Und trotzdem wird die Liebe zu einem Androiden doch noch irgendwie diskriminiert. Kann sie sich nicht jemanden aus Fleisch und Blut suchen? Man wünscht sich jemanden, der einem quasi alles erfüllt, der an deinen Lippen hängt, der sich alles merkt, der dir alle Wünsche erfüllt, der die gleichen Interessen hat vielleicht wie du. Und irgendwann kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man genau das Gegenteil braucht. Du bist verärgert. Ich bin scheißgenervt von dir. Du bist nämlich nichts, du bist niemand, du bist nur ich. Sei froh, dass du keine Gefühle hast.